Was sind eigentlich diese Jeps, die zurzeit in der Fitnessbranche in aller Munde sind? Was taugen die, was können die und wofür braucht man die? Das sind Fragen, die ich dir gleich beantworte. Ich bin Chris, Fitness- und Personal Trainerin von Pure Energy, falls du mich noch nicht kennst. Ja, was hat es mit diesen Jeps auf sich? Also, bekannt geworden sind die Anfang des Jahres, als der Erfinder der Jeps, der Christian, in die Höhle der Löwen aufgetreten ist damit und die Investoren begeistert hat. Da haben die meisten Leute die zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Aber der hat auch schon, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher bei der ISPO und der FIBO, das sind so die größten Fitnessmessen, die es in Deutschland gibt, Preise eingeheimst und hat auch schon dort die Jury begeistert. So, was macht man denn jetzt genau damit und wofür braucht man das und was ist das Besondere daran? Also, das Ganze ist ein Hantelsystem. YEP steht für Your Active Body. Und die haben so ein paar besondere Vorzüge. Die sehen ja schon mal anders aus als andere Hanteln. Ne? Am Anfang dachte ich so ein bisschen wie ein Bügeleisen. Damit hat es aber relativ wenig zu tun. Also, sind erstens mal sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ist aus Gusseisen das Ganze. Hat eine sehr ergonomische Form mit dem kompletten Gewicht hier unten drin. Und das Besondere ist, dass du mit einer so einer Hantel, so einer YEP, drei Gewichtsgrößen abdeckst. Also mal als Beispiel, ich nehme mal zwei von den zweitleichtesten. Die haben jetzt 2,4 Kilo pro YEP, also pro Hantel. Wenn ich das mache wie Seitheben, ja, jetzt habe ich pro Seite ja 2,4 Kilo. Jetzt wird mir das mit der Zeit aber vielleicht zu schwer. Dann kann ich einmal umswitchen und kann die hier einmal umklappen, hast du wahrscheinlich gesehen, und verkürze damit den Hebel. Dadurch habe ich gefühlt nur noch 80% des Gewichtes, ja? Also 20% weniger. Wenn ich jetzt besonders kräftig bin und sage, ich will heute mal mehr, kann ich den Hebel auch verlängern. Habe jetzt insgesamt 40% mehr als im leichtesten Hebel, also 20% mehr als in der neutralen Position, mit der ich angefangen habe. Also super praktisch, du kannst mit einer Hantel drei Gewichtsgrößen abdecken und das im Grunde bei jeder Übung. Also sagen wir mal, du machst den Bizeps auch da, das wäre der längste Hebel. Wenn dir das immer noch zu leicht ist, kannst du übrigens auch mal zwei Jeps übereinander legen. Nimm jetzt mal zwei verschiedene Gewichtsgrößen, um dir zu zeigen, die Griffe sind nämlich immer gleich breit, dass du die super übereinander legen kannst und so auch mal ganz locker mit zwei Gewichten arbeiten. Aber wie gesagt, selbst wenn du mit einem Gewicht arbeitest, hast du hier wieder den mittleren Hebel, wenn du das Teil sozusagen hängen lässt hier, den leichten Hebel, wenn du sie einmal umklappst, oder den schweren Hebel, wenn du den Arm verlängerst. Also langer Hebel, 20% schwerer. Geht auch beim Trizeps, ne? Wenn du hier ausstreckst, ist so wieder schwerer, als wenn du es so umklappst. Geht im Grunde bei allen Übungen. Also du kannst jede Übung mit den Jeps innerhalb von 40% mehr, weniger variieren. Das ist schon mal der größte Vorteil, wie ich finde, von den Jeps. Aber die Teile können noch mehr. Du kannst sie nämlich zum Beispiel an deinem Fuß befestigen. Und das ist weltweit einzigartig. Es gibt den Jep Belt. Damit kannst du die Jep vorne über den Fuß ziehen und hast dein Gewicht am Fuß im Vergleich zu diesen normalen Gewichtsmanschetten, die du um deinen Fußgelenk hast, ist es nochmal wesentlich effektiver, weil du am hinteren Ende des Hebels das Gewicht hast. Du kannst deinen Fuß schön pointen und dann die Beine, aber auch die Rumpfmuskulatur trainieren. Also auch da hat die YEP einen Riesenvorteil im Vergleich zu dem, was man sonst so nutzt, also normalerweise eben eine Gewichtsmanschette. Geht super. Also ein Gewicht für Arme, für Beine, für diverse Varianten an Übungen, auch für diverse Workout-Programme. Ich habe ja letztes Wochenende den YEP-Coach gemacht, also ich habe mich eben ausbilden lassen zum YEP-Trainer und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also du kannst damit Functional-Training machen, du kannst damit aber auch ein Core-Stabilisationstraining machen, du kannst auch ein entspannteres Wirbelsäulentraining zum Beispiel machen. Klassische HIIT-Programme laufen damit super. Also im Grunde alles, was man sich vorstellen kann, nur noch viel geiler mit den Jeps, als man es sonst mit Hanteln und Gewichtsmanschetten und Kettlebell machen würde. Und wie gesagt, das Gute, du brauchst eigentlich nur ein größeres und ein kleineres Paar und hast damit sechs Gewichtsgrößen abgedeckt. Also kleine Ausstattung für maximal effektives Training.
Teile sind wirklich super cool. Inzwischen trainiert zum Beispiel der FC St. Pauli damit und verschiedene Premium-Fitnessstudios haben die schon angeschafft. Schiffe wie TUI Cruise sind damit unterwegs, also die werden die Welt revolutionieren, um es mal so zu sagen. Ich glaube wirklich, dass die noch ganz groß werden und dass die bald jeder kennt. Also wenn du sie noch nicht kennst, wird Zeit, lern sie kennen. Kannst mich auch gerne darauf ansprechen. Ich werde meine Outdoor-Bootcamps damit langfristig auch bestücken, also die werden wir immer mal wieder nutzen. Ich werde die auch für meine Fitnessreisen mit integrieren und natürlich im Personal Training. Also ganz viel Spaß, let's yep, lass es dir gut gehen und bis bald.